No matter what I do. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, das Foxy. Wie man sieht, ich spiele Contrast. Und da die Olle im Hintergrund schon so ein lautstarkes Organ hat, würde ich sagen, wir werden gleich mal ein neues Spiel beginnen. Ja, ich bin mir sicher, mach ich nicht. Ich habe zu dem Spiel jetzt noch nicht so viel gesehen, also ein, zwei Trailer und ich habe mal kurz angespielt, um Sound zu testen und bla bla. Ansonsten lassen wir uns mal überraschen. Es wird kein allzu langes Let's Play. Ich glaube, das Spiel geht 4 Stunden maximal. Und da sind wir schon. Das ist unser Hauptcharakter. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Das werden wir aber bestimmt noch rausfinden. Und wir gucken jetzt erstmal, was wir hier so haben. Interagieren. Aha, Mama, ich, Papa. Ah ja, ich heiße Dawn. Alles klar. Ja, und hier noch mit japanischen Zeichen oder was? Was war nochmal Back? Was Kappa? Ja, gut. Geht die Musik aus? Ja. Das ist das Einzige, was mich an dem Spiel bisher stört. Ich mag kein Jazz, aber das ist nicht so schlimm. Ansonsten finde ich es übrigens sehr hübsch. Dafür, dass es nicht mehr teuer ist. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt dafür bezahlt habe, aber es war nicht teuer. Machen wir mal hier aus. Oder an. Je nachdem. Time for bed, Dee Dee. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Good night, Daddy. What are you doing here? My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie, night night. What are you looking at? I don't think she can see you. Now promise me you'll be a good girl while I'm out singing. I promise. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone. She's gonna sing at the Ghost Note tonight. It's the most beautiful cabaret. Come on, we'll miss her show. Triff dich mit Didi auf dem Dach. Ja, Didi ist unsere kleine Freundin und wir sind sowas wie, ja, ihre imaginäre Freundin, glaube ich mal. Und in diesem Spiel geht es viel um Licht und Schatten. Oh no, somebody moved the ash cart. Look. I know. You could go down there and move the ash cart. And I could jump down. Up's like here, so you can go over there and be a shadow person. Neue Fähigkeit, bla bla, okay. Also einfach nur Mausklick und schon bin ich im Schatten. Ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Wow, I wish I could do that. Could you teach me how to do that? Ich glaube nicht. Gehen wir mal runter hier und schieben die Karre dahin. Okay. Ja, mach ich. I wonder who moved it. Do you think it was Mommy? She got really mad at me the last time I snuck out. Where did you go for so long? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Now we go this way. Follow me. Tja, also ich bin eine erwachsene Frau, auch wenn ich nur in deinen Fantasien existiere anscheinend, darf ich ja trotzdem auch mal weg sein, oder? Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up to Shadow, couldn't you?
Jo, danke, Süße. Das ist jetzt natürlich jetzt erstmal so ein bisschen Tutorial. Glaube ich zumindest. Ah! Oh, sorry. Ha! Kann ja mal passieren. So. So. Come on, we're gonna be late for the show. Jaha. See you at the ghost now. Was haben wir denn hier? Die Leuchtkugel müssen wir einsammeln. Aus welchem Grund auch immer. Ich denke mal, das ist einfach nur sowas wie irgendwas, was wir sammeln müssen, damit wir irgendeine Auszeichnung bekommen. Ist hier irgendwas? Ja, ja, ist okay. Muss ich das immer vorlesen oder könnt ihr das selber lesen? Bei einer beleuchteten Fläche zum Wechseln. Ja, ja, das ist mir schon bewusst. Was ist hier? Cat Knight. Hört sich an wie Katniss. Premiere im Ghost Note. Alles klar. Zurück. Haben wir hier noch irgendwas? Auf jeden Fall so eine Leuchtkugel da oben. Dann gehe ich gleich mal hier hoch. Lass mich da. Lass mich da hoch. Danke. So. Und da warten wir auf das Pedal. Huch! Wunderbar. Schon haben wir die nächste. Ich mag das Flair irgendwie. Also es ist relativ ruhig, aber es ist übelst schön gemacht. Vor allem diese Lichteffekte sind so Hammer. Und ich liebe ja Lichteffekte. Und Pfützeneffekte sind auch toll. Und ich mag die Dawn. Die ist irgendwie ganz nett angezogen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt so rumrennen. Auch die Frisur ist nicht so meins, aber es ist schon ganz nett. So, wo sind wir ins Ghost Note? Was ist hier? Hier ist auch noch irgendwas. Sinclair Daily Post. Charmin Bruni zum zweiten Mal von Mordvorwürfen freigesprochen. 4. Januar. Das mutmaßliche Mafia-Mitglied ich weiß gar nicht, ob der so ausgesprochen wird, Carmin. Carmin Bruni hat heute Morgen den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Die Geschworenen befanden Bruni nicht schuldig. Am vergangenen 7. April bei der blutigen Schießerei in der Taverne Wolf and Lamb den Barkeeper sowie drei weitere Personen getötet zu haben. Bruni behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben. Als der Barkeeper Robert Antes ihn angriff, Mr. Antes wurde von 18 Kugeln getroffen. Ah ja, der hatte wohl ein Maschinengewehr dabei. Die Polizei gab zu Protokoll, dass die Kugeln aus zwei verschiedenen Waffen stammen. Ach so. Der laut Anklage eindeutige Fall nahm eine dramatische Wendung, als Ingmar, Olofsson, der wichtige Augenzeuge, auf unerklärliche Weise verschwand. Zwei weitere Zeugen der Anklage, die behaupten, Bruni zusammen mit seinem Kollegen Salvatore De Benedetto, oh Gott, kurze Zeit vor der Schießerei ins Wolf and Lamb gehen zu sehen, widerrief ihre Aussage im Zeugenstand. Ich hasse Zeitungsberichte. Oh. Wir sind erfreut, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, sagte Brunis Anwalt Jonathan Parker. Mr. Bruni wurde lange genug von einem wild gewordenen Staatsanwalt und einer korrupten Polizei belästigt. Dies ist bereits das dritte Strafverfahren und der zweite Mordprozess, bei dem Mr. Bruni freigesprochen wurde. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass Mr. Bruni ein wichtiges Mitglied des kriminellen Vasari-Clans ist. Mr. Brunis Anwalt hingegen behauptet, dass sein Mandat im Blumengewerbe tätig sei. Ja, so sieht er schon aus, ne? Ist hier noch irgendwas? Was ist hier? Nichts. Ecke. Also dafür, dass ich Jazz nicht leiden kann, ist die Musik eigentlich ganz cool hier. They haven't started the show yet. You missed the dancers. They were so beautiful. I want to be a dancer when I grow up. Or an acrobat, like you. Did you always want to be an acrobat? You're so good. Okay. You should be in a circus. Bestimmt. Too bad nobody can see you. Come on. Ja, bist jetzt fertig. Darf ich gehen? Danke. Pam. Hier ist nichts los.
Also das Lustige daran ist ja, dass ich nur sie sehen kann und von allen anderen Menschen nur die Schatten. Das ist irgendwie creepy, aber auch cool. Das ist schön. Wanna put on some lights? I promise you'll like the view. Habe ich das gerade gesagt? Schalte die Scheinwerfer ein. Wahrscheinlich hier. Come on, sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Es ist leider alles auf Englisch. Es gibt halt noch keine deutsche Übersetzung. Also keine deutsche Vertonung. Es gibt halt nur die Untertitel, aber es stört ja eigentlich nicht. Ausrichten des Scheinwerfers? Wahrscheinlich dahin? Wer redet eigentlich mit mir? Das verstehe ich gerade nicht. Finde ich voll nicht okay. So, da muss bestimmt hier sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Der spielt ganz schön langsam. Der Schlagzeuger. Oh, hey, one's on the fritz. Hey, Sparky. Could you do something about that one too? It's really messing with our rhythm. Wie komme ich denn hier hoch? Hier komme ich nicht hoch. Okay. Guck mal weiter. Wo ist eigentlich die abgeblieben? Steht die noch draußen oder was? Ja, super. Ist doch eh keiner da. Ach so. Bin ich dumm. Ich überlege gerade. Ach. Na klar. Wusste ich doch. Lass mich mal hier hoch. Tut mir leid, wenn ich über dich drüber steige, aber es muss mal sein. Das ist auch ganz nett. Was ist hier? Geht's irgendwo runter? Geht's da ganz runter? Ah, aha. John Fenris National Bank. Nicht gedeckt. Aha. 250 Dollar. An Cat Knight oder was? Keine Ahnung. Achso, doch, ja, an Cat Knight. Sollte ich vielleicht mal unten lesen. Na gut, gucken wir weiter. Wir müssen ja immer noch den Scheinwerfer reparieren, ausrichten, was auch immer. Reparieren wahrscheinlich. Neue Fähigkeit? Ich kann das doch schon. Sag mir doch nichts. Okay, nett. Was haben wir hier? Kommunalverwaltung, Sozial- und Jugendamt. Jugendamt St. Clair, 9 Center Street. Sehr geehrte Miss Malenkaya. Oh Gott, die Namen. Dies ist bereits das zweite Mal, dass Sie Ihren Aufsichtspflichten für Ihre Tochter Dorothy Malenkaya nicht nachgekommen sind. Wie Sie vermutlich wissen, wurde Dorothy, achso, die Kleine, die Diddy, am 22. Juni um 2 Uhr in der Gasse hinter dem Etablissement Ghost Note ohne Aufsicht aufgefunden. Dorothy teilte der Polizei mit, dass sie zu dem Zeitpunkt im Ghost Note auftraten und im Allgemeinen von 20 Uhr bis 6 Uhr nicht zu Hause sein würden. Wenn sie es weiterhin versäumen sollten, ihre Aufsichtspflicht für ihre Tochter nachzukommen, wird das Jugendamt gezwungen sein, sie in einer Pflegefamilie unterzubringen, bis sie eine vertretbare Arbeit finden oder wieder zu ihrem Ehemann zurückkehren. Besonders auffällig ist, dass Dorothy, als sie in der Hintergasse gefunden wurde, sich mit einer nicht existierenden Person unterhielt. Ein geistig gestörtes Kind wie Dorothy benötigt besondere Aufsicht. Wenn sie dazu nicht imstande sind, werden wir leider eingreifen müssen. Mit freundlichen Grüßen, Hilda Jansen, Sozialarbeiterin. Ja, ja, diese Sozialarbeiter. Ist hier noch was? Nein, gut. Dann kümmere ich mich jetzt endlich um den Scheinwerfer. Ach, dazu brauche ich die Leuchtkugeln. Alles klar. Hi.